Wo du nehmen willst, musst du zuerst geben. Das steht zum Beispiel in Lao Tse drin. Oder es ist ja bekanntlich so, dass man das Schenken viel schöner ist, als beschenkt zu werden. Und da möchte ich euch einfach mal in diesem Video meine Gedanken bezüglich des Geben und Nehmens schildern, weil ich jetzt so in den letzten Wochen viel damit konfrontiert gewesen bin und das mich dann doch auch zum Nachdenken angeregt hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute möchte ich wieder mal so ein ernsteres Thema ansprechen, was jetzt nicht bezogen auf die Permakultur oder auf den Garten gerichtet ist, sondern mal wieder so alltägliche Sachen, beziehungsweise so Dinge, die mir mal ein bisschen im Kopf rumschwirren, wo ich mir dann selbst Gedanken mache. Und das ist halt dieses Geben und Nehmen, weil ich das jetzt in der letzten Zeit immer so festgestellt habe, dass wir da doch in einer Gesellschaft leben, die primär zuerst nehmen wollen, bevor sie etwas dafür geben bzw. eine Gegenleistung bekommen. Es zeigt sich ja unter anderem zum Beispiel, dass wir halt die ganze Zeit in den in Supermärkten reingehen und dort unsere Sachen einkaufen, aber das Beispiel nehme ich dann nochmal später. Jedenfalls bin ich ins Grübeln gekommen wegen drei Dingen, die mir aufgefallen sind. Einerseits, also der erste Punkt ist halt, dass ich im Tai-Chi-Zentrum oder in meiner Tai-Chi-Schule ist zum Beispiel mein Meister immer wieder sagt, dass zum Beispiel die Leute zu ihm ins Zentrum kommen und dann direkt fragen, wie lange sie brauchen oder wie schnell lernen sie die entsprechende Handformen. Also sie wollen halt sofort ans Ziel und nach dem Motto, hier hast du mein Geld, ich möchte das sofort erreichen und du bist in der Verantwortung, mir das beizubringen. Und da ist es halt eigentlich eher andersrum. Ich gehe eigentlich zum Tai Chi, um dort mich selbst zu ergründen und dass man dann selbst sozusagen seine Motivation aufbringt und sich das aneignet und nicht sagt, in 3 Jahren möchte ich das unbedingt haben und wenn ich das nicht habe, dann bist du aber lieber schuld, weil ich dir das Geld gegeben habe, so nach dem Motto. Und das ist eigentlich völlig irrsinnig und da gebe ich auch meinem Meister recht, dass man halt zuerst in etwas investieren sollte, sich selbst die Motivation an den Tag legt, um etwas zu lernen und man auch selbst in der Verantwortung ist, mit ständigem Üben dran zu bleiben. Also es hilft zum Beispiel nichts, wenn ich sage, ich zahle für einmal in der Woche Tai Chi meinen Beitrag und sage dann in 3 Jahren, werde ich unbedingt die Form haben und wenn ich das nicht schaffe, dann, wie gesagt, ist die Verantwortung, ist die Schuld wieder bei einem anderen und da ist es halt einfach so, dass man dann selbst zu Hause weiter üben muss und da sozusagen seine Zeit investieren muss, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Das andere Beispiel oder die anderen zwei Beispiele sind in meinem familiären Rahmen passiert. In meinem Update im April habe ich ja erzählt, dass mein Bruder im Kindergarten so ein Gartenprojekt gehabt hat, wo er eine Erbse angezogen hat, um einfach den Kindern zu zeigen, wie halt das Gärtnern bzw. das Leben da draußen in der Natur entsteht. Und da hat er mich dann gestern gefragt, wie lange es dauert, bis er die ersten Schoten ernten kann, obwohl die Pflanze gerade mal so klein ist, also richtig winzig. Und dann habe ich ihm gesagt, das dauert halt ein bisschen Zeit. Es ist eine Pflanze, die muss erstmal wachsen, die muss erstmal gedeihen, feste Wurzeln bilden, bevor sie dann ihre Kraft in die Früchte steckt. Also es dauert halt 2-3 Monate und je nachdem, was es halt für eine Erbse ist, eine Winter- oder eine Sommererbse, das habe ich ihm halt so gesagt. Und dann hat er
ja, so war ein bisschen erstaunt und da muss ich, bin ich dann auch wieder ins Grübeln gekommen, weil er ist halt so einer, der lieber in den Supermarkt geht und alles sich wahrscheinlich sofort kauft. Also er möchte dann immer neue Klamotten, neue Sachen. Also da hat er nicht so einen langen Atem manchmal. Aber ist natürlich auch okay, ist ja kein Vorwurf, das zu machen. Aber es ist halt auch so, wenn man zum Beispiel sein Gemüse selbst anbaut oder seine Sachen selber herstellt, nähen, strickt oder so, das dauert einfach so eine Zeit. Also das heißt, da kann ich nicht einfach in den Supermarkt gehen und ja sagen, ja ich, ja okay, ich kann in den Supermarkt gehen und die Erbsen haben, aber wenn ich dann mich dazu entschließe, meine Erbsen oder in Richtung Selbstversorgung selbst zu gehen, dann dauert es zum Beispiel, wenn ich Möhren setze, weil ich jetzt zum Beispiel Möhren gerne für meinen Möhrensaft verwende, ja, da musst du die halt raussehen und dann dauert es halt 2 bis 4 Monate, bis du dann deine Möhren ernten kannst. Also da muss man sich halt die Zeit auch nehmen. Man muss die Möhren dann auch pflegen, gießen, eventuell anderes, ja, Kraut entfernen, damit die Möhren gut gedeihen oder eine Dürrezeit, wie gesagt, das Gießen nicht vernachlässigen. Und ja, das ist halt dann auch so eine Sache, wo man ja einfach Geduld auch mitbringen muss und auch wieder Zeit investieren muss. Und ja, wie gesagt, die Zeit ist meistens auch in unserer Gesellschaft sehr eine Mangelware, muss ich sagen. Und der letzte Punkt ist mir dann heute passiert. Also ich war halt wieder auf den Feldern, habe gesenzt für den Grasmulch, damit ich halt, ja, bis damit halt auch das Gras nicht ganz so hoch ist und es ein bisschen gepflegter ausschaut. Weil ich habe beim Sensen und dann, als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe mich mein Vater darauf hingewiesen, dass der Salat bei mir halt gegossen werden muss. Er hat es dann auch für mich übernommen, wofür ich ihn halt auch sehr dankbar bin. Aber jedenfalls ist es halt so gewesen, dass wir dann wieder eine kleine Auseinandersetzung gekommen sind, weil ich unten auf den Feldern gießen musste. Dann muss ich oben bei mir gießen, dann muss ich die jungen Pflanzen gießen, dann muss ich im Gewächshaus gießen, dann habe ich den Mulch noch geholt, Samen setzen, dann muss ich natürlich auch alltägliche Sachen machen wie Videoschneiden oder auch mal ein bisschen entspannen oder ins Tai Chi gehen. Also das heißt, dass ich dann schon einmal meine Prioritäten setzen muss. Und ja, das habe ich ihm halt dann so gesagt. Und da hat er halt auch gesagt, warum ich mir halt den ganzen Aufwand machen soll. Und da bin ich auch wieder ins Nachdenken gekommen. Den Aufwand mache ich mir halt deshalb, warum ich auch die ganzen Sachen auch erzähle mit dem Tai Chi und meinem Bruder. Es geht einfach um die Fähigkeiten auszubilden, die Achtsamkeit und die Geduld auch zu entwickeln, zumal ich das auch als Erfahrungssammlung sehe und so mein Wissen weiter ausbreite. So eine Dürrephase ist auch sehr gut für mich, meine Erfahrungen auszubauen, weil ich hier natürlich vorhabe, beziehungsweise mein Traum ist es ja, in Costa Rica so eine Permakulturgemeinschaft aufzubauen. Und da ist es halt auch wirklich so, dass es da eine Trocken- und eine Regenzeit gibt. Und man muss halt wirklich die Sachen auch so sehen, wenn sie mal schief gehen, dann muss man es auch mal hinnehmen, daran wachsen und schauen, wo waren halt die Fehler, daraus lernen und sich nicht davon unterkriegen lassen. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wie gehe ich halt damit um? Wie löse ich solche Sachen wie zum Beispiel eine Dürre? Da helfen natürlich auch wieder Permakulturprinzipien, Kompost aufbauen oder ja einfach regionalen Wasserkreislauf aufbauen, damit es halt nicht zu trocken wird, zum Beispiel bei uns, aber in Costa Rica auch zum Beispiel mulchen und ja einfach guten Boden aufbauen. Das ist halt da das Wichtige. Und wie gesagt, das ist halt so meine Quintessenz. Wir müssen uns einfach selbst die Zeit nehmen, Fähigkeiten aufbauen und nicht alles sofort haben wollen. Also da haben wir auch schon sehr viele menschliche Fähigkeiten auch verloren, die wir früher gehabt haben. Also zum Beispiel ist es halt so, dass ich mit vielen
Kollegen, also Tai Chi-Kollegen, Nachbarn rede, wenn ich so sage, ja, ich gehe jetzt ein bisschen sensen, haben sie gesagt, ja, das habe ich früher auch gekonnt, heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr können. Und wenn ich dann heute die Kinder anschaue, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass eher die meisten zum Rasenmäher tendieren oder zu einer Elektrosense und mit einer normalen Sensen eher weniger umgehen können, weil die meisten halt nicht wissen, wie man dengelt, schärft oder wie man mit der am besten halt umgeht. Das muss man halt auch über die Zeit lernen, Erfahrungen sammeln und das geht halt einfach auch nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, wo du nehmen willst, musst du zuerst geben. Mag sein, dass man zu viel Geld, viel Zeit, Motivation, alles in einem stecken muss, damit man halt erstmal die ersten Erträge nehmen kann. Das ist natürlich auch im Gartenanbau so. Wie gesagt, wenn ich Tomaten ernten will, muss ich halt die Pflanze, den Samen aussehen, gießen, pikieren, mich um die Pflanze kümmern, abhärten, reinsetzen ins Freiland, ins Gewächshaus, dort dann wahrscheinlich die Tomate auch ausgeizen und dann letztendlich, wenn alles gut läuft, ernten. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Und ja, das waren jetzt einfach so meine Gedanken. Das habe ich jetzt einfach so, ja, frei Haus ohne Gedankenstütze oder sonstigen Hilfsmittel jetzt mit euch mitteilen wollen. Das ist einfach jetzt so, ja, improvisiert, einfach was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, weil ja die letzten Wochen doch ziemlich anstrengend für mich gewesen sind. In diesem Sinne, wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr mir das gerne in Form eines Kommentares hinterlassen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch kein Video zum Thema autarke Selbstversorgung und Permakultur von mir verpasst und einfach mit dabei seid, wie ich mich weiterentwickle. Und wie gesagt, würde ich mich auch für eine positive Bewertung, wie zum Beispiel einen Daumen nach oben, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.